Moin Moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen zu diesem Coaster Spotlight. Für diese Ausgabe begeben wir uns mal nach Österreich und zwar in den Family Park Neusiedlersee. Da steht nämlich der meiner Meinung nach bisher, glaube ich, beste Bobsled Coaster von Gerstlauer überhaupt, die Rattenmühle. Die Rattenmühle wurde am 7.06.2013 eröffnet, ist wie gesagt ein Gerstlauer Bobsled Coaster, also quasi vom selben Typ wie Tiki Waka in Walibi Belgien, wie die heiße Fahrt in Kloten, wie Van Helsing's Factory Movie Park Germany. Das ist die zweite Familienachterbahn des Parks. Vorher gab es den Götterblitz, ein Mack Rides Youngster Coaster. Der kam dann halt 2013 dazu. Die Rattenmühle, die ist insgesamt 19 Meter hoch, 50 km/h schnell, 430 Meter lang. Ist von den Werten jetzt natürlich nicht so mega spektakulär, aber ich sag's euch, vom Layout her ist die super modern, super spaßig, richtig schön ans Gelände angepasst und echt schön thematisiert, muss man einfach sagen. Die Wagen sind halt typisch für einen Bobsled Coaster, ihr habt zwei Reihen, A2 Sitzplätze, sitzt relativ niedrig, habt nur einen Beckenbügel, gestaltet sind die als Ratten. Sieht echt cool aus, generell das Farbschema mit dem Grün-Braun ist ziemlich ordentlich und passt sich halt richtig schön da hinten im Wald an den kleinen Hügel richtig schön an. Als Station habt ihr halt so ein großes Gebäude, was richtig, richtig schick aussieht. Ihr habt in der Station noch so ein kleines Mapping quasi, wo dann so ein paar Ratten rumlaufen. In der Warteschlange selber gibt es tatsächlich auch einen Kletterpfad quasi. Den könnt ihr nämlich vom Ausgang aus nehmen, damit ihr nicht einmal komplett um die Bahn außen rumlaufen müsst. Könnt ihr nämlich da dann rumklettern und landet dann wieder in der Warteschlange. Was ich ziemlich cool finde. Aber was auch cool ist, ist das Layout der Bahn. Da kommen wir jetzt direkt zu. Ihr fahrt aus der Station raus mit so einem kleinen rechts, ja ganz leichten Rechtsdrop ins Dunkle rein, in der Linkskurve auf den Lift. Vom Lift fahrt ihr in eine Rechtskurve runter. Ich würde sagen auf einem Mini-Top-Head, weil ihr fahrt quasi hoch, neigt euch gerade und fahrt dann so wieder runter. Fahrt dann links hoch in eine Mauskurve, bis ihr dann runter droppt. So eine kleine Linkskurve rein, rechts-links-Wechsel, eine größere Abfahrt, wo dann das On-Ride-Foto gemacht wird, direkt neben der Station. In der Linkskurve hoch in eine Blockbremse. Aus der Blockbremse, die dann wieder über die Warteschlange geht, geht es in einem Linksdrop in so ein kleines Häuschen rein, über einen Richtungswechsel, in eine Rechtshelix, quasi in die Bremse. Und ich finde generell, das Layout ist super modern im Gegensatz zu anderen Bahnen. Normalerweise habt ihr bei den Bobsleds ja irgendwie so Sachen wie, ihr fahrt runter in eine Kurve, fahrt hoch, habt dann Mauskurven, fahrt runter, habt dann fünf Bunnyhops hintereinander und sowas. Vielleicht am Ende noch eine Helix. Das macht die Rattenmühle alles nicht. Hier habt ihr wirklich Elemente, schwungvolle Elemente, Richtungswechsel, Abfahrten und sowas. Mega, mega, mega cool. Von der Machart her oder vom Layout her ähnelt es schon am ehesten Tiki Waka, würde ich sagen, so, aber nur von der Art her, von diesem schwungvollen Richtungswechseln und Kurven und sowas. Aber es ist viel besser als Tiki Waka. Ich finde auch zum Beispiel die heiße Fahrt macht immer noch super viel Spaß, auch die gesenkte Sau macht super viel Spaß. Aber die Rattenmühle, obwohl sie, glaube ich, kleiner ist und kürzer ist, macht einfach viel mehr Spaß. Ich finde, das ist eine richtig, richtig, richtig tolle Bahn, vollkommen unterschätzt. Die kennt auch irgendwie gefühlt kaum jemand. Wenn ihr mal in Österreich, in Wien seid, fahrt bitte den Weg zum Family Park Neusiedlersee. Das ist, glaube ich, so eine Stunde, müsste das entfernt sein. Lohnt sich nicht nur wegen der Rattenmühle, lohnt sich auch generell wegen dem Park, weil das ist ein wunder, wunder, wunderschöner Park mit richtig toller Gestaltung, mit echt tollen Attraktionen. Und wie gesagt, die Rattenmühle ist für mich das Highlight da, jetzt neben der Biberburg, neben der Intermin-Wasserbahn, die da steht. Rattenmühle, beste Achterbahn, die da steht. Gut, gibt auch nur drei insgesamt, wenn man den Gerstlauer Kiddie Racer dazu nimmt und den Butterfly dazu nimmt. Aber Rattenmühle, Premium. Bester Gerstlauer Bobsled, den ich kenne. Davon kann sehr, sehr gerne mehr geben. Bitte baut mehr davon. Also ich finde generell ein Bobsled ist immer geil, macht immer super viel Spaß. Da kann es sehr, sehr gerne mehr von geben. Und das war's dann auch für heute. Viel Spaß in den Freizeitparks, auf den Achterbahnen dieser Welt. Bis dann.